Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben das erste Testspiel in der Winterpause mit 18:0 gewonnen und spielen jetzt das zweite Testspiel gegen unsere A-Jugend. Das heißt, wir wechseln auf Rotation 1. So, zackig, wupski, passiert. Wir haben eine wichtige Nachricht. Fanclub-Jubiläum. Wollen wir das machen? Natürlich, machen wir glatt. Kennen wir noch gar nichts. Neuer Mitarbeiter, wer ist denn jetzt hier neu gekommen, ey? Marketing-Manager. Ja, können wir hier brauchen. Gucken wir mal erstmal, wie der überhaupt ist. Der Pöllemann. Mitarbeiter, Marketing. Nee, der kommt weg. Entlassen. Der wird ein neuer geholt. Jetzt baue ich wieder Scheiße gerade. Ein Experte in Scheiße bauen. Ja, so. Wir nehmen den hier. Vertragsangebot. 5 Jahre. So. Jo, einmal angeboten. So. Mal gucken, ob der was hergibt. Wir gehen Golf spielen. So, weiter. Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Essen A-Jugend. Ja, spiele ich leider im großen Stadion. Ich wollte eigentlich im Trainingsgelände spielen, aber habe ich vergessen anzuwählen. So was Blödes aber auch. Wir haben wieder eine wichtige Nachricht. Da möchte ich mir was kaufen, mein Stürmer. Ablehnen, ablehnen, ablehnen. Gianni. Vertrag verlängern. Achso. Ja, naja, der Pech hier. Ich verkaufe tue ich den aber auch nicht. Also wirklich. Ein Trainingsziel erreicht. Das ist immer gut. Sehr schön, 2 Trainingsziele erreicht. So, ich fahre was zu Mutscha. Okay, kann er machen. Überzeugt. Ne, kommt nicht zum Training. Achso, kommt zu spät zum Training. Ja, ja. Die gute Puppe. Angebot abgelehnt. Jawohl. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Verträge. Genau, Verträge. Bis 24 haben die noch Vertrag, gut, bis nächstes Jahr. Da können wir uns dann nächstes Jahr darum kümmern. Alles klar, Herr Kommissar. So, Dalle. Weiter geht's. Müssen wir jetzt hier noch was machen? Nee, hier kann man nichts machen. Okay, weiter geht's.
So. Jugendspieler erreichen Trainingsziel, das ist schön für die Jugendspieler. Ah, Max Jani hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist gut, Junge, mach weiter. So muss das weitergehen. Maxioni, so hieß der. Maxioni. Was bist du? Ein Innenverteidiger. Neuer Mitarbeiter. So, müssen wir kurz zu den Mitarbeitern gehen. Mitarbeiter habe ich gesagt, du Hupe. Mitarbeiter, Aufgaben übertragen. Was macht er jetzt? Nehmen wir da auch ein bisschen mehr Geld ein, das ist immer gut. So, dann gucken wir mal, was unser Infrastruktur-Gemacher da machen. Also hier unser Budget für die Infrastruktur. Also nicht Budget, also ganz zurück nochmal von neu. Wir gehen in die Infrastruktur. Mal gucken, wo die ist. Infrastruktur, da ist sie ja. Was wir an Einnahmen bei der Infrastruktur haben. Stadioninfrastruktur. Statistiken. So, hier sehen wir unsere Einnahmen. Und so wie ich es hier sehe, haben wir bis auf das Freundschaftsspiel immer Gewinn gemacht. Das heißt, wir haben einen Gesamtgewinn von 785.000 Euro gemacht. Das ist gut. Also klappt sehr gut mit meiner Tabelle, die ich da mal erstellt habe. Das findet ihr unter meinen Videos bei 13-14er. Zusatzsachen, glaube ich, heißt das. Bin mir nicht sicher, aber da gibt es auf jeden Fall was über die Infrastruktur. Da kann man die Excel-Tabelle auch runterladen. Ich lasse das nämlich alles über eine Excel-Tabelle berechnen und das klappt hervorragend. Auch mit kleinen Mannschaften, wie ihr seht. Na, ich habe immer einen Gewinn gemacht, das ist gut. Ja, mit großen Mannschaften klappt das natürlich auch. Das Einzige, was ihr sein müsst, ihr müsst halt erfolgreich sein. Die Saison ist halt nicht so erfolgreich bei mir, aber so ist es eben, ne? Kann ich nichts machen. Gut, gucken wir mal. Wir arbeiten dran. Im Moment stehen wir auf dem 8. Tabellenplatz, das ist gesichertes Mittelfeld, das ist ja das, was ich eigentlich machen wollte. Mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. So. Wir machen jetzt ein Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend. Im 3D-Modus natürlich. So, wir warten die Harren der Dinge, die da kommen. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, da sind wir. Wir spielen in einem leeren Stadion, das wollte ich nämlich eigentlich verhindern. Deswegen sollten die eigentlich einen Trainingsplatz spielen, aber naja, jetzt habe ich es so eingestellt, jetzt haben wir ein bisschen Verlust, so ist es eben. So, wir spielen gegen unsere A-Jugend. Dann gucken wir mal, wie wir spielen. Essen gegen Essen, Trainer gegen Trainer, ich selber gegen mich selber. Aber so ist es eben. Ja, Ecke.
Und 1-0 für die A-Jugend. Ist ja Wahnsinn. Eie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 
und zwei Zeilen für die A-Jugend. Das geht doch gar nicht, sowas, ey. Das darf nicht sein, so. Ai, je, meine. Oje, oje, oje. Freistoß. Daneben. Zwei zu zwei durch Plattenhardt. Und 3 zu 2 durch Hüsel oder Müsel. Müsel war das. Ja, das ist die Mannschaft, die ich nächstes Jahr in die zweite Mannschaft ziehe. Damit die zweite auch ein bisschen was machen kann. Ja, zum Glück wenigstens gewonnen 3 zu 2 gegen unsere A-Jugend. Also die waren echt gut, die Jungs. Aber meine waren extrem bescheiden, sozusagen. Ja, so sieht's aus, oder? Naja. Jut, 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 jut. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend. Und danach geht's weiter mit Fortuna Düsseldorf. Gut, erstmal gegen unsere A-Jugend Freundschaftsspiel morgen. Das ist das letzte Freundschaftsspiel in der Winterpause. Danach ist erstmal die Winterpause vorbei. Und dann geht's nächste Woche weiter mit gegen Düsseldorf. Wieso schmiert ihr jetzt hier ab? Der Pillemann. So, okay, gut, dann bis nächste Woche, bis morgen, Entschuldigung, morgen kommt das letzte Spiel, bis morgen, ciao, ciao. Achso, jetzt habe ich schon abgespeichert. Ja, Entschuldigung. Jetzt aber wirklich bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.